Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne ein paar Ostergeschenktipps geben. Und zwar habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte man für verschiedene Beauty-Osternester kreieren. Ihr könnt natürlich auch völlig andere Produkte nehmen, nur damit ihr vielleicht eine Idee habt, was kann man denn circa so kombinieren, wie kann man das eventuell schön einfach anrichten, dekorieren, damit das ansprechend aussieht, aber man nicht, wer weiß wie viel Trara etc. kaufen muss. Und ja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Osternester gepackt und da habe ich mir auch kräftig Unterstützung geholt. Ich habe verschiedene Firmen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mir ein paar ihrer Produkte zur Verfügung zu stellen, damit ich das Osternest packen kann. Ich habe natürlich auch einige Sachen selbst gekauft natürlich und ja, weil ich dachte, es ist eine schöne Idee, neue Produkte kennenzulernen. Also mir geht das immer so, wenn ich was geschenkt bekomme, was ich so noch gar nicht kannte, dann finde ich das immer richtig cool, weil woher soll man das denn kennenlernen, wenn man das gar nicht kennt? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es halt super spannend, neue Produkte, neue Marken kennenzulernen. Und deswegen dachte ich, so ein Mix aus Neuem und ein bisschen was, was man auch in der Drogerie bekommt, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat zu bestellen oder wenn man eher so der Typ auf den letzten Drücker ist. Und ich habe da auch ein paar Rabattcodes bekommen und die schreibe ich euch alle in die Infobox. Schaut da unbedingt rein und ich werde natürlich auch die Shops und die Produkte verlinken. Zuerst mal habe ich ein mega, mega, mega Paket von Dalton. Super. Läuft bei mir. Zuerst mal habe ich ein mega, mega abartig großes Paket von Dalton Cosmetics bekommen. Und da waren unter anderem Make-up-Produkte drin. Die möchte ich euch gerne in einem anderen Video vorstellen. Da möchte ich mich nämlich gerne mit den Produkten schminken. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt erstmal Produkte, die ich nicht in die Osternester gepackt habe, aber trotzdem gerne zeigen wollte, weil sie hier mit dabei waren und die auch richtig interessant sind. Ich habe jetzt in die Osternester Sachen gepackt, die ich persönlich super gerne mag, die ich bereits kenne und die ich sehr gut finde. Und da war dann noch mit dabei, das muss ich natürlich erst testen, um es euch dann empfehlen zu können, aber eigentlich erfahrungsgemäß sind die Produkte alles sehr gut. Da habe ich unter anderem einen Reinigungsmousse bekommen. Sieht echt mega schön aus. Riesengroß. Der ist für alle Hauttypen geeignet. 150 Milliliter. Und wenn ihr irgendein Produkt, außer die Make-up-Produkte, die ich ja sowieso in einem extra Video teste, wenn ihr irgendein Produkt getestet sehen wollt, dann schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare. Ich bin da natürlich auf euch angewiesen, damit ich weiß, was möchtet ihr gerne sehen, was soll ich davon abdrehen. Ja. Ihr seid gefragt, das sieht so aus, richtig hochwertig, die Produkte, sehr, sehr schön, deswegen kann man die halt auch so gut verschenken. Dann, das stelle ich mal auf die Seite, dann geht es nämlich noch weiter, habe ich ein Gesichtswasser bekommen und ich liebe ja Tonics. Das sieht so aus und auf das bin ich super gespannt, weil ich liebe es einfach, gute Tonics auszutesten und habe ich jetzt auch schon in ein paar Videos gemacht und ja, das sieht so aus und das werde ich mir jetzt auch gleich mal noch zur Seite stellen, weil ich das demnächst testen werde. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, ich habe noch ein offenes und das kommt aber dran, weil mich das sehr interessiert. Dann habe ich hier noch ein Aha-Peeling und ein Enzym-Peeling. Kann ich auch mal für euch durchtesten. Wie gesagt, schreibt mir alles in die Kommentare. Und dann habe ich hier noch etliche Masken bekommen. Und diese hier habe ich ja auch mal in einem Maskenvideo getestet. Schaut da einfach nochmal rein. Die war echt super witzig. Das ist nämlich eine Bubble Mask. Und die war sehr, sehr gut. Diese hier habe ich jetzt noch nicht getestet. Gefällt mir aber auch rein optisch. Und die habe ich in ein
Osternestchen gepackt, was ihr gleich sehen werdet, weil ich die einfach so interessant finde. Eine Biozellulose-Maske Facecare Hydra Lift. Und das ist getränkt mit 20 ml von dem Serum. Finde ich persönlich super spannend. Und ja, ich muss gerade mal gucken, wo ich noch Platz habe. Hier ist alles voll mit süßen Osternestern. Genau, dann habe ich hier endlich das erste Osternestchen. Das würde ich noch mit Folie einpacken und dann noch solche kleinen süßen Osterhasen dran binden, dran klemmen, wie auch immer. Aber damit ich euch jetzt die Produkte zeigen kann, habe ich es jetzt natürlich noch nicht verpackt. Das würde ich so gestalten. Ich habe hier halt eben eine Tasse gekauft bei Action mit so einem super süßen Osterhasen. Ob die jetzt wahnsinnig praktisch ist zum draus trinken, das sei jetzt mal so dahingestellt. Ich fand die eben optisch sehr, sehr süß. Und man kann da ja auch Stifte drin reinmachen, Pinsel, Make-up-Produkte oder was ich halt eben auch sehr schön finde, wenn man eine Blume da rein macht und dann kann man sich das auf die Fensterbank stellen und dann sieht das immer niedlich aus. Vielleicht Osterglocken, wie auch immer. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Schaut doch mal bei Action, die war auch gar nicht teuer. Dann habe ich habe eben gedacht, ich benutze einfach auch Sachen, die ich zu Hause habe, damit man da nicht zu viel kaufen muss, weil Ostern ist ja auch eigentlich nur eine Kleinigkeit, bei uns jedenfalls, je nachdem, wem man das schenkt oder vielleicht zum Geburtstag. Es ist jetzt ja nicht zwingend nur für Ostern gedacht. Dann habe ich hier einfach aus einer Pinkbox das Kruschelpapier reingefüllt und dann dachte ich, weil das so eine, ja, so ein kleines Pflegegoodie hier ist. Ein Pflegegeschenk habe ich noch von Pure Bee, habe ich euch ja auch in meinem Aufgebraucht-Video und in meinem Review-Video gezeigt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt noch rein. Und zwar habe ich hier von Pure Bee so ein Peeling und das gefällt mir richtig gut. Das ist so, so schön, so zart. Das hat einen richtig guten Peeling-Effekt. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Das hinterlässt ein ganz, ganz tolles Hautgefühl. Ihr müsst euch nicht mehr eincremen danach. Und wie gesagt, ich habe da, während ich dieses Review-Video geschnitten habe, dachte ich mir, warum frage ich nicht einfach mal bei den Firmen nach, ob ich halt auch einen Rabattcode für euch bekomme. Und den werde ich euch auch noch hier unten verlinken. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist das hier und das ist mit Lavendel. Und dann dachte ich mir, weil es einfach passt, habe ich noch den passenden Labello dazu. Der ist auch in Lavendel. Und dann kann man noch ein süßes Häschen hier mit drauf machen. Ach, Moment. Und dann kann man das super gut verpacken und dann dachte ich, ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Geschenk. Genau, das war meine Idee 1 mit neuen Produkten. Und dann habe ich noch die zweite Idee mit Produkten, die man ja wahrscheinlich kennt. Die Marken kennt man. Wie gesagt, jeder ist anders. Manche möchten gerne was Neues entdecken, andere möchten gerne Altbewährtes benutzen. Und da habe ich mir überlegt, könnte ich auch, weil das die meisten eben in der Umgebung haben, Sachen von DM nehmen. Die könnt ihr aber auch bei Rossmann etc. bekommen. Da habe ich von DM diese Kuchenschachtel hier, Kuchenform benutzt. Fand ich einfach sehr schön. Habe ich euch in meinem DM-Haul gezeigt und dann habe ich Servietten da reingemacht und zwar diese hier von Profissimo, die sind auch von DM und da habe ich dann dieses Nest hier gepackt. Ich zeige es euch mal. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist eben die Kuchenform, hier die Hasen und wenn man das rausnimmt, ich zeige es euch gleich, ich habe hier einmal reingefüllt einen super leckeren Smoothie, weil ich persönlich den sehr, sehr gerne mag und der Frühling kommt. Man muss so ein bisschen in die Puschen kommen und deswegen dachte ich, ein kleiner Vitaminbooster kann da auf keinen Fall schaden, genauso wie ein fruchtiges Duschgel, Kokoswasser, Pink Grapefruit, das riecht so, so erfrischend. Ja, das ist so, das belebt. Das belebt und das ist ganz, ganz toll. Ist eine Limited Edition, passt natürlich halt farblich sehr gut dazu. Dann,
natürlich ein kleiner Osterhase. Und dann dachte ich einfach, weil es passt, bekommt ihr auch bei DM eine Egg Face Mask. Ja, ihr wisst Bescheid, es ist Ostern. Und dann, wenn man alles ausgepackt hat, sieht man hier die kleinen Häschen. Und das fand ich einfach so, so schön. Und deswegen dachte ich, kann man das super gut machen. Vor allem kann derjenige dann eventuell, wenn er möchte, dann auch noch die Kuchenform nochmal verwenden. Je nachdem. Na, ist ja auch mit Essen verbunden. Dann habe ich wieder ein... Ich zeige euch jetzt wieder was mit neuen Produkten, die ich hammer, hammer, hammer gut finde. Und da habe ich eben auch einiges bekommen. Was das alles ist, ich habe hier zum einen, oh Gott, ich habe keinen Platz mehr, ein Milchmädchen-Wohlfühlbad bekommen in so einer Milchflasche. Super hochwertig, total schön, alles von Hand gemacht. Seifenkontur heißt das. Mega, mega schön. Und ja, das habe ich jetzt aber nicht hier reingemacht, weil ich mich für andere Produkte entschieden habe, weil ich auch in verschiedenen Preiskategorien einfach die Nester gestalten wollte. Dann habe ich hier noch eine Seife bekommen, die heißt Greta, die ist handgerührt. Dann habe ich noch bekommen ein Creme-Deo, finde ich persönlich ja super interessant, aber ich weiß nicht, möchte man gerne ein Deo verschenken? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie säuerlich wärt, wenn euch jemand ein Deo schenkt. Manche sind da ja ein bisschen empfindlich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann war noch mit dabei, den habe ich ins Nestchen getan, ich zeige euch das Nest. Das finde ich sehr, sehr schön. Und zwar sieht das Ganze, oh je, so aus. Oh, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich zeige euch gleich, wie ich das gestaltet habe. Und zwar habe ich, das ist absolut genial, wenn ihr trockene Haut habt, dann kann ich euch das so empfehlen. Das ist eine Körpermousse, eben auch von Seifenkontur. Allgemein die Produkte da mega, mega schön gestaltet. Super liebevoll, alles handgemacht. Wirklich richtig gut. Und das ist eben so ein Körpermousse. Und das ist so pflegend und das ist halt, das sieht auch wirklich aus wie eine Mousse. Ich mache es mal auf. Ich habe schon mal dran geschnuppert und das getestet. Also ich habe da jetzt halt schon drin rumgemacht. Das ist wirklich, guckt euch das mal an, wie eine Schokomousse oder eine Vanillemousse, wie auch immer. Und das ist, oh, das ist so pflegend. Da braucht ihr nicht viel. Schaut mal, wie ich glänze. Also wenn ihr wirklich richtig problematische Haut habt, gerade an den Schienbeinen vielleicht, oder ihr halt jemanden kennt, der problematische Haut hat, dann kann ich euch das empfehlen zu verschenken. Das ist so, so gut. Und das wird jetzt auch gleich wieder zur Seite gepackt, weil ich das jetzt gerne benutzen möchte für meine Schienbeine. Dann natürlich wieder ein Osterhäschen mit reingepackt. Dann ein Lippenbalm, Fräulein Louise. Und ich zeige es euch nochmal, das sieht so cool aus. Hammer! Und ja, das ist eben in einer Metallverpackung, eben auch super schön, umweltfreundlich. Und dann hat man hier den Lippenbalm drin. Sehr, sehr schön. Und dann natürlich noch als kleine Wellness-Oase was zum Baden. Das ist auch alles handgemacht. Sprudelndes Badeherz, freche Zitrone. Sieht so schön aus. Ich finde das halt auch ein super schönes Muttertagsgeschenk. Also vergesst nicht, es ist kurz nach Ostern auch gleich schon wieder Muttertag. Deswegen nutzt die Rabattcodes noch aus, plant davor, macht das nicht auf den letzten Drücker. Und ja, hier habe ich noch Rosentraum. Hammerschön, wirklich. Und dann habe ich hier wieder Kruschelpapier aus einer Box genommen. Es muss ja nicht immer zwingend grün sein, finde ich. Und dann habe ich auch bei Action entdeckt diese Metallschale hier. Und das sieht eben aus wie ein Osterei. Finde ich super schön. Kann man dann auch noch gut für Kekse etc. benutzen, Obst drauflegen, wie auch immer. Ich bin ja mehr für Kekse. Aber ja, das fand ich halt eben sehr, sehr schön. Und da habe ich mich für diese Produkte entschieden.
Und dann würde ich sagen, geht es weiter mit einem etwas höherpreisigeren Paket, was ich dachte, dass eventuell vielleicht noch was für Muttertag sein könnte. Da habe ich nämlich auch mich entschieden für eine Pinkbox, weil die eben so schön grün ist, aber ihr könnt da ja benutzen, was ihr wollt. Ich habe eben einfach das genommen, was ich da hatte, um ja, als Inspiration, sage ich jetzt mal. Und da habe ich eben wieder Produkte von Dalton, weil, wie gesagt, ich dachte, es mir halt eben auch noch so als Muttertagsgeschenk. Und gerade für Mütter ist das das ultimative Paket, wirklich. Zuerst mal halt wieder ein Häschen, da kann man ja je nach Geschmack reinmachen, was man möchte. Dann habe ich hier einmal die Skin Balance Oyster Mask. Und Leute, schaut euch das Maskenvideo an, wo ich die getestet habe. Die Maske ist so verdammt gut. Ich zeige euch mal meine, die ist fast aufgebraucht. Das ist meine, ich liebe die über alles. Ja, ja, ist fast aufgebraucht. Und wirklich, die macht so ein super schönes Hautbild. Ich kam jetzt die letzten 2 Wochen nicht dazu, die Maske zu machen. Meine Haut ist dementsprechend auch ein bisschen problematisch. Aber das wird jetzt auf jeden Fall wieder besser. Und ich liebe die Maske und ich bin froh, dass ich die nochmal da habe. Ich werde das Paket hier nicht verschenken. Das werde ich behalten, werde ich mir selber schenken. Ja, hammer, hammer, hammer gute Maske. Wenn ich auf alles verzichten müsste, aber nicht auf die Maske und nicht auf das, was ich euch gleich zeige. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mich zwischen den beiden entscheiden könnte, aber ich glaube nicht. Und zwar ist das das Augengel von Dalton. Das ist, Leute, das ist so gut. Und warum ich das euch sage für ein Muttertagspaket, das Gel, ich zeige es euch, ich habe das hier, das ist wie ein kleines Bügeleisen. Hammer. Das ist halt wirklich, das tragt ihr hier auf. Ich habe jetzt halt Make-up drauf, ich mache jetzt nicht so doll. Das tragt ihr hier auf, das kühlt, das glättet, das erfrischt. Wenn man nicht gut geschlafen hat, vielleicht, ich weiß, dass einige von euch jetzt auch gerade ein Baby bekommen haben oder, keine Ahnung, Stress im Beruf haben, je nachdem. Also ich finde das perfekt für junge Mütter, für Leute, die Stress haben, beruflich, wie auch immer. Wirklich, das macht so einen frischen Ausdruck im Gesicht, dass ich bin hin und weg. Ich liebe das. Die beiden Produkte, testet das wirklich. Das ist absolut genial. Und dann gibt es jetzt noch was richtig Cooles. Ein super schöner Pflegemoment. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich mache ja momentan gerade einen Ampullentest. Ich teste alles Mögliche an Ampullen die letzten 3 Monate durch. Alles, was ich da hatte. Und ich kann da jetzt schon gut was dazu sagen. Also ich kann da schon gut entscheiden, welche Ampullen gut sind, welche nicht so gut, welche eher so mittel. Und ich finde es richtig geil, dass Dalton Cosmetics jetzt auch noch Ampullen rausgebracht hat. Hammer! Mein absolutes Lieblings-Osternest. Und dann dachte ich, für diejenigen, die vielleicht kein DM in der Nähe haben, aber eventuell einen Müller, da dachte ich vielleicht so ein kleines Paket an die Freundin, an die Schwester, an, ja, so ein kleines Goodie-Paket, was jetzt nicht so preisintensiv ist, aber trotzdem sehr schön aussieht. Und da habe ich mich entschieden, das wieder so zu gestalten, hier mit der Kuchenform. Und da habe ich eben super schöne frühlingshafte Produkte reingepackt von Terra Naturi, was nur Naturkosmetik ist und vegan. Und da habe ich halt eben diese Cremedusche reingepackt und die ist mit Baumwollextrakt und Kirschblütenduft. Das riecht so gut. Ich finde persönlich, das riecht auf jeden Fall viel, viel mehr nach Kirsche. Hat auch so einen Hauch nach Erdbeere, finde ich. Sehr, sehr schön. Ist halt eben Naturkosmetik.
Es ist sehr, sehr frühlingshaft. Ich dachte, das passt. Und natürlich die passende Körperbutter dazu. Das sieht so schön aus, das Design. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und dann habe ich ja in meinem Video, wo ich die komplette Essence LE getestet habe, die heißt Good Vibes, Good Memories. Und da habe ich ja die komplette LE getestet und mega begeistert. Am allerbesten fand ich eben die Mascara. Und wenn ich jetzt meiner besten Freundin ein kleines Osternest machen würde, dann würde ich natürlich Produkte reinmachen, die ich persönlich super gerne mag. Würde ich generell machen. Was erzähle ich hier wieder? Man verschenkt doch nichts, was man nicht mag. Also ich würde das nicht machen. Und deswegen habe ich mich eben für die Mascara entschieden. Wenn ihr die noch bekommen könnt, macht das unbedingt. Die ist so, so gut. Und ich dachte einfach, das ist ein super, super süßes Paket. Das kann man dann, ja, kann man eben so gestalten. Super süßes Osternest. Das war's mit meinen Geschenkideen zu Ostern, eventuell Muttertag ohne Osterhäschen, dann natürlich jeder wie er will. Ja, wenn ihr Ideen habt, was man noch so verschenken könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr Bastelideen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, um anderen da einfach auch so ein bisschen weiterzuhelfen, einen Tipp zu geben. Seid da kommunikativ, helft euch untereinander. Ich lese jedes Kommentar, freue mich da auch tierisch drüber und ich versuche auch zumindest jedem Kommentar immer ein Herz zu geben. Und das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.